Willkommen zum zweiten Teil meiner Revanche, das heißt, heute versuche ich wieder Level abzuschließen, die mir in der Endlos-Herausforderung ein Game Over beschert haben. 5 sind davon noch übrig und mal schauen, wie viel ich heute davon schaffe. Auf geht's! Beginnen möchte ich mit diesem Level hier, das definitiv zu den interessanteren gehören könnte, von dem, was ich schon gesehen habe. Und überhaupt, ich mag die Super Mario Bros. 3 Night Theme Castles. Die sehen einfach schnieke aus, finde ich. Okay, hier gab's, glaube ich, gar nicht mal irgendwas zu tun. Genau, das reicht einfach. Aber jetzt wird's ein bisschen tricky. Weil Castle und Nachtthema bedeutet natürlich immer gleichzeitig unter Wasser. Aber die Gegner verhalten sich so, als wären sie an Land. Das heißt, sie sind viel schneller, als man das gewohnt ist. Was eigentlich gar nicht von Nachteil ist, weil ich hier sowieso ziemlich schnell sein muss. So, jetzt wird's eng. Lol, und ich schaff's natürlich beim ersten Mal. Da bin ich draufgegangen, genau an der Stelle. Aber man weiß halt nie, wie schnell die Lava steigt. Muss ich da rein? Interessantes Hindernis. Aber es ist halt auch nur ein Checkpoint wert. Ist ja witzig, dass schon wieder... Nein, wirklich, das ist es schon. Das hätte ich locker schaffen können, wenn ich nicht so dumm an der Tür vorbeigeschrammelt wäre. Aber echt ein cooles Level. Da kann man nichts dagegen sagen. Lustig aber, dass es wieder was mit Klauen zu tun hat. So eine ganz ähnliche Section wie im ersten Level vom letzten Part. Ja dann, nächstes. Das hier war, glaube ich, das zweite Level von irgendeinem Run. Und da hatte ich noch 10 Leben übrig. Hab aber einfach nicht geschnallt, was man tun muss. Bin praktisch 10-mal an der gleichen Stelle gestorben dann. 20 Sekunden mit An-Ausschaltern. Nichts Besonderes in dem Sinne. Aber jetzt wird's gleich interessant. Ja. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Und die Trampoline müssen mir dabei behilflich sein. Nur wie? Das Komische ist, wenn mich das Trampolin an diesen Block da dran schleudert, dann hält sich Mario nicht dran fest. Das heißt, ich kann da keinen Walljump machen. Jetzt hat's funktioniert. Oh, wie gemein. Ja gut, wenn man das einmal drauf hat, dann funktioniert's schon einigermaßen. Habt ihr das gesehen, wie der eine Schalter ein bisschen höher platziert war? Und deswegen bin ich drunter durchgesprungen. Ist das Absicht? Holy... No! Darunter geht's! Vielleicht funktioniert das ja automatisch. Wenn die Wumps dann im richtigen... Rhythmus die Schalter aktivieren. Ich muss einfach ein bisschen schneller abspringen. So, jetzt lasse ich mich hier mal fallen. Okay, die muss ich aber dann wiederum selbst aktivieren. Okay. Und es funktioniert tatsächlich. Okay. Wenn man das erstmal rausgefunden hat, wie man die Anfangsstelle macht, dann... ist es auch nicht mehr so schwer. Oh. Naja, okay. War schon in Ordnung. Als nächstes haben wir Rule the Sky von Kim Tae-wook, bei dem ich so knapp vorm Ziel abgekratzt bin, weil man da gegen Junior und Bowser in Clownkutschen antreten muss. Und ja, es ist genau so schlimm, wie es sich anhört. Ach ja, stimmt, da war aber noch wesentlich mehr davor. Ah, ja, stimmt. Man sieht's halt einfach nicht. Dass das nicht zählt, das ist so ätzend. Ich meine, man ist wirklich null... Nee. Es ist einfacher, wenn man es nicht aus vollem Lauf heraus macht. So, jetzt hier schon nach vorne drücken, bevor das überhaupt auch nur ansatzweise ins Bild kommt. War das knapp. So, letztes Mal habe ich es nicht geschafft, hier groß durchzugehen. Bringt aber, glaube ich, auch gar nichts. Naja, weil hier sowieso ein Pilz.
spendiert wird. Jetzt war ich ein bisschen früh dran. Das ist nämlich die Gefahr hier. Ja, ist voll schwer. Man muss da eigentlich so spät drüber springen, damit der Schlangenblock schon rausguckt. Gut, wenn man das Power-Up bis hierhin gebracht hat, dann macht's nichts. Also es macht nichts, wenn man es verliert, wenn man hier wieder eins bekommt. So, jetzt wird's richtig interessant. Ja, jetzt kommt erstmal so ein kleiner Junior. Hey, hey, was war das denn jetzt? Wäre ganz cool, wenn mich Bowsers Random-Flammen diesmal nicht überraschen würden. Ich will jetzt den Fuzzi erstmal kalt machen, weil wenn mich der auch noch zusätzlich verfolgt, dann wird's halt richtig unangenehm gleich. So, ich lock die jetzt erstmal weg. Und anschließend... Das darf nicht wahr sein. Der Plan ist auf jeden Fall, ich flieg dann zurück. Die kommen mir nicht rechtzeitig hinterher. Und ich schieße mir den Weg zum Ziel einfach frei. Weil ich habe jetzt nicht wirklich Bock drauf, die auch noch zu besiegen. Wenn die mich aber dabei behindern, den Weg zum Ziel frei zu schießen, dann habe ich fast keine Chance. Wieso fliegt dieser Dumpfbeutel eigentlich da hoch? Kann mir das irgendjemand verraten? Boah, Junior, mach einen Abgang. So. Nein! Ja, wirf du deinen Schrott und jetzt hau ich ab. Yep. Wäre auch machbar gewesen. Der erste Levelteil ist super weird mit diesem Powdrop und der Cape Section. Es ist ein bisschen random aneinander geklatscht alles. Okay, nächstes Level. Dieses Flappy Bird Mario Level hat nur 10 Sekunden, aber die sind extrem tight. Wenn sogar der Weltrekord nur bei 9,3 liegt. Obwohl so, es geht eigentlich, ne? So über eine halbe Sekunde, aber trotzdem. Was ich schon mal überhaupt nicht mag, ist, dass man hier am Anfang einen Schritt zurückgehen muss. Sonst kann man nämlich keinen P-Speed aufbauen, das reicht einfach nicht. Und man muss halt bis zum Schluss fliegen. Wenn man getroffen wird oder mal kurz absetzt, dann reicht's nicht mehr. Oh, es reicht doch, dass man da P-Speed kriegt und wegfliegen kann. Aber auch nur, wenn man wirklich vom letzten Pixel der Kante abspringt. Und hängen bleiben darf man natürlich auch nicht, das ist klar. Was? Das ist aber auch super knapp. Ich hasse solche Level. Und ich hasse den Tanuki. Weil man halt jedes Mal, wenn man A drückt, fliegt man einen vorgeschriebenen... Also so funktioniert das nicht. Obwohl ich ja extra schon den Spurtknopf gar nicht loslasse, also Y, sondern mit X den Twirl mache, verliere ich trotzdem viel zu viel Schwung. Muss ich denn auf den Röhren immer noch mal zwischenlanden und wieder Schwung holen? Oder was ist hier überhaupt gewollt? Gott sei Dank! Das hat jetzt nochmal locker 20, 30 Versuche gebraucht, aber ist relativ langweilig, weil immer das Gleiche passiert. Ach, das habe ich schon geboot. Zu Recht. Zu Recht. Fürs Letzte habe ich mir ein ganz besonderes Level aufgespart, nämlich ein Level, das für den Koop-Modus konzipiert ist und das man als Solo-Spieler gar nicht abschließen kann. Natürlich musste das der Levelersteller aber tun, als er es hochgeladen hat, und deswegen hat er irgendwo im Level einen Schlüssel versteckt. Und den versuche ich jetzt einfach mal zu finden. Blöderweise kann man ja hier in Super Mario Maker 2 die Level nicht mehr selbst anschauen, nachdem man sie runtergeladen hat, beziehungsweise in den Editor laden und dort alles angucken. Das geht nicht mehr, deswegen habe ich keine Möglichkeit herauszufinden, wo der Schlüssel sich befindet, außer ich habe halt übelsten Dudel und finde ihn irgendwie durch Zufall. Aber da das hier auch noch ein Castle bei Nacht ist und man überall hinschwimmen kann,
kann das natürlich auch wirklich buchstäblich überall versteckt haben. Ich glaube, hier gibt es noch eine bessere Möglichkeit, als so, wie ich es damals im Endlos Run gemacht habe. Ist aber auch alles so langsam. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Also gut. Das war's nicht. Oh Gott. Das ist alles so unbequem durch diese dämliche Schwimmerei. Das ist alles so ätzend langsam. So, da oben kam jetzt was ziemlich Brutales rausgeschossen. Nämlich ein Kettenhund. Also, was ich weiß, was ich sicher weiß, ist, dass der Schlüssel vor diesem Abschnitt da oben kommen muss. Weil da geht's einfach... Da geht's einfach nicht weiter. Ist unmöglich. Da allein weiterzukommen. Also muss der Schlüssel... Ich hab ihn! Ich hab ihn tatsächlich! Wer mich kennt, der weiß, nichts triggert mich mehr als lahmarschige Level. Wirklich, ob es schwer ist, ob es trollig ist, alles egal. Aber wenn es lahmarschig ist, dann krieg ich so einen Hals. Ja. Ja, ist okay. Ist mir letztes Mal, ist mir immer passiert, jedes Mal. Lässt sich auch fast nicht vermeiden, weil man den blöden Panzer da in einem Winkel werfen muss, der Jesus traurig macht, ganz ehrlich. Nein! Jetzt arbeite ich mir aber richtig vorsichtig hier durch. Oh, jetzt habe ich mich doch verschätzt. Ach, das sind zwei, deswegen. Da sind zwei. Okay, her mit dem Ding. Bitte lass, bitte triff mich nicht. So, jetzt muss ich noch irgendwo einen Schalter finden, damit ich da oben reinkomme. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich. Was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? War denn jetzt hier nochmal so ein dämlicher Schalter? Oder kann ich den von gerade eben nochmal benutzen? Der da oben aktiviert wird. Ja, kann ich. Okay. No! Holy man! Jetzt bin ich mal wirklich mal gespannt, ob das direkt zum Ziel führt oder was das eigentlich ist. Yo! Von der Idee her ist es okay, aber die Umsetzung ist richtig mager. Dann, ja, keine Ahnung. Es funktioniert halt einfach nicht, ne? Es funktioniert halt einfach nicht. Auf jeden Fall bin ich der Erste, der das abgeschlossen hat. Also wollten sich auch keine im Koop dran versuchen. Das war's. Das waren alle Level, bei denen ich Game Over gegangen bin. Und beim nächsten Mal geht's dann wieder mit einer richtigen Endlos-Herausforderung auf schwierig weiter. Bis dahin, Leute. Ciao.